Hallo und herzlich willkommen zur Ostfriesen WG und den 24. Teil der magischen Ausbildung, die 5 Türme der Magier. Letzte Woche Freitag um 10 Uhr haben wir über den Gruppengeist und die Gruppenseele gesprochen. Heute am Freitag, den 11. August um 10 Uhr zeigen wir euch wieder ein keltisches Ritual, aber dieses Mal nicht im Tempel, sondern im Freien. Dabei zeigen wir euch, wie ihr eine Abgrenzung von der Umgebung schafft und euch euer Ritualraum zu euch holt. Fangen wir an, los geht's. Das keltische Sommerritual. Wir kommen zu den jahreszeitlichen Ritualen für den Sommer. Ihr solltet jetzt bereits in der Lage sein, eure eigenen Rituale zu schreiben. Daher werde ich euch von nun an nur zwei Beispiele geben. Das erste ist in der Wahl der Gottformen keltisch, aber es verdankt auch viel der oft verrufenen Tradition des Hexenkultes, die jedoch reich an Symbolen ist. Obwohl es auch im Tempel durchgeführt werden kann, ist es in erster Linie als ein Ritual im Freien geschrieben. Ihr werdet nur wenige der üblichen Zutaten benötigen. Sommer ist eine Zeit des Wohlbefindens, des sich Freuens über das wachsende Getreide, des sich Entspannens in der Wärme der Sommersonne. Alle diese Dinge sollten sich in eurem Ritual widerspiegeln, da ein Ritual in vielerlei Hinsicht ein Spiegel des Lebens ist. Daher ist diese Zeremonie zum reinen Vergnügen. Sie beinhaltet nichts von der Dringlichkeit der Rückkehr des Frühlings oder der Dankbarkeit des Herbstes für die Ernte und auch nichts von der Notwendigkeit des Schutzes gegen die Dunkelheit des Winters. Sommer ist dafür das Leben, die Liebe und das Lachen. Da ihr im Freien sein werdet, tragt etwas Sommerliches und frisch Gewaschenes. Wählt einen Ort, an dem ihr, wenn möglich, barfuß gehen könnt. Ihr werdet ein langes Seil oder einen dicken Strick brauchen. Lea Maslaugan würde jetzt 19 Steine für einen Steinkreis empfehlen. Dann braucht ihr noch eine Flasche Met oder echtes Ehl, hausgebackenes Brot, Kuchen, Käse und Früchte, einen großen altmodischen Korb, keinen aus Plastik, der den Hexenkessel ersetzen wird, ein Gefäß, woraus ihr den Wein trinkt. Tonkelche sind hübsch für diese Art von Ritual. Blumenkränze für die Frauen, Efeu für die Männer. Das ist ein Ritus, den ihr mit Freunden teilen solltet. Ihr werdet auch noch eine kleine Tasche mit Getreide und etwas Honig brauchen. Wo auch immer euer erwählter Platz ist, zumindest die letzten paar hundert Meter solltet ihr zu Fuß zurücklegen. Das Ritual ist der erste Punkt auf der Tagesordnung. Es wird wahrscheinlich sehr trocken sein und daher zu riskant, ein Feuer zu machen. Seht euch lieber nach etwas um, das ihr als Altar verwenden könnt, einen Stein oder Baumstamm. Wenn ihr nichts dergleichen finden könnt, legt ein weißes Tuch in die Mitte eures Arbeitsplatzes und stellt alles darauf, was ihr für das Ritual braucht. Nehmt euer Seil und bindet die beiden Enden zusammen. Dann sollen die vier Leute, die als Offiziere fungieren werden, das Seil aufnehmen, zu einem Quadrat formen und es auf den Boden legen. Der Magus tritt in die Einfriedung, nimmt einige Getreidekörner und geht nach Osten. Er wirft ein paar Körner auf den Boden außerhalb des Kreises. Magus, Cernunnos, 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 heiliger Hirsch der gesegneten Inseln, höre meinen Ruf. Komm hervor aus deinem tiefen Wald, lass die Hirschkuh und das Kitz zurück und komm zu uns, die wir dich rufen. Wache über unseren Sommerritus und freue dich mit uns. Wir werden uns an die alten Wege und an die alten Götter erinnern. Nimm die Wache des Ostens auf und nimm unser Opfer an. Wirft einige weitere Getreidekörner auf den Boden, wendet euch um und blickt nach innen. Der Osten ist geschützt. Der Offizier des Südens nimmt den Honig und geht in seine Himmelsrichtung. Dort schüttet er den Honig auf den Boden außerhalb des Kreises. Süden, Artus, 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 Bärenwächter der Inseln des Westens. Seit alten Zeiten wirst du verehrt und Gaben werden dir dargebracht. Wir sind gekommen, um die Alten wieder zum Leben zu bringen. Verlasse deine Höhle, verlasse deinen Fluss, komm zu uns, die wir dich rufen. Wach über unseren Sommerritus und freue dich mit uns. Nimm auf die Wache des Südens und nimm unser Opfer an. Gießt ein wenig mehr von dem Honig aus, wendet euch um und blickt nach innen. Der Süden ist geschützt.
Der Offizier des Westens nimmt einige Körner auf, geht nach Westen und wirft ein paar auf den Boden. Westen. Epona, 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 weiße Stute der westlichen Hügel. Verlasse das süße Gras des Quem, sprich aus, Quem, und komm zu uns, die wir dich rufen. Zu lange bist du aus unserem Leben gewesen. Schließe dich uns an in diesem Sommerritus. Nimm auf die Wache des Westens und nimm unser Opfer an. Wirft einige weitere Körner auf den Boden und blickt dann nach innen. Der Westen ist geschützt. Der Offizier des Nordens nimmt etwas Getreide auf, geht nach Norden und wirft es auf den Boden. Norden. Mona, 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 heilige Kuh der dunklen Insel. Älteste von unseren Göttern, höre uns, die wir dich rufen. Komm herab von deinem schattigen, felsigen Hügel und schließe dich uns an in diesem Sommerritus. Komm und höre die alten Worte der Verehrung, nimm auf die Wache des Nordens und nimm unser Opfer an. Wirft etwas mehr Getreide auf die Erde und blickt nach innen. Der Norden ist geschützt. Der Osten geht zu der Stelle, wo das Seil verknotet ist, und löst den Knoten. Wenn andere mit euch sind, dann können sie jetzt den Kreis genau an dieser Stelle, aber an keiner anderen, betreten. Jeder, der den Kreis betritt, bekommt einen Tropfen Honig auf die Zunge. Alle versammeln sich jetzt in der Mitte, halten sich an den Händen und beginnen einen Kreistanz. Drei Schritte nach rechts, zwei Schritte nach links, dann wieder drei Schritte nach rechts und zwei nach links. Wiederholt das, so oft ihr wollt. Es ist nett, Musik dabei zu haben. Englische Madrigale oder Rundtänze sind am besten. Shakespeares vertonte Lieder sind äußerst passend, besonders das liebliche Summer is a coming in. Wenn ihr das Gefühl habt, genug getanzt zu haben, setzen sich alle hin mit dem Korb in eurer Mitte. Nehmt eure Blumen und Efeukränze ab und legt sie vor euch hin. Das Essen, das ihr aus dem Korb nehmt, wird in die Mitte des Kreises aus Pflanzen gelegt. Der Magus, oder, wie er in dieser Art von Ritual genannt werden sollte, Herr und seine Herrin stehen und halten den Korb zwischen sich. Alle, gesegnet sei die Nahrung in dem Kessel, gesegnet sei der Wein im Fass, gesegnet die, die uns mit Liebe und Schutz umgeben, gesegnet seien der Herr und die Herrin, die uns dienen. Herr und Herrin, gesegnet seien die Großen, die hier mit uns sind, gesegnet alle jene, die mit uns sind, gesegnet sei das Leben um uns, gesegnet das Leben in uns. Der Herr reicht allen die Nahrung, und die Herrin den Wein. Zusätzlich solltet ihr extra Wein und Getreidekörner bei euch haben. Wenn der Segen gesprochen ist, streut die Getreidekörner auf den Kreis und gießt den Wein aus. Wenn das Sommerfest vorüber ist, sammelt alles ein, sodass kein Abfall liegen bleibt, der die Landschaft verunstaltet. Lasst die Kränze auf der Erde liegen und verwendet den Kreis aus Seil und Blumen als Tanzkreis. Soweit das möglich ist, sollte jeder an dem Tanz teilnehmen, entweder durch Singen, Tanzen oder Spielen. Lasst das Gefühl des Sommers in euch eindringen. Wenn ihr findet, der richtige Zeitpunkt sei gekommen, ruft alle im Kreis zusammen. Steht eine Weile schweigend da, segnet das Leben um euch herum und teilt eure innere Freude, Glück und Zufriedenheit mit diesem Leben. Herr, lasset uns nun unseren alten Göttern unser Lebewohl entbieten. Geht nach Osten. Gesegnet seist du, großer Cernunnos, stolzer Hirsch dieser hellen Insel von Grammarie. Geh in Frieden an deinen eigenen Ort, aber wisse, dass wir dich voll Liebe in unserem Herzen behalten. Und solange wir leben, wirst du geehrt werden und als Herr des Waldes anerkannt sein. Die Herrin geht nach Westen. Herrin, schnellfüßige Epona, Stute der westlichen Hügel, geh in Frieden an deinen Ort zurück, nimm mit unsere Liebe und unseren Segen. Du bist unserer Rasse teuer. Wir werden dich ehren, solange unser Leben dauert. Der Herr geht nach Süden. Herr, Artus, Herr der Briten, gesegnet sei dein Name. Kehre in Frieden an deinen eigenen Ort zurück. Wir werden dir immer unsere Liebe bieten, behüte uns, sei mit uns in all unseren Sorgen. Teile deine Stärke mit uns und sei in diesem Land für alle Zeiten verehrt. Die Herrin geht nach Norden.
Herrin, Mona, du von der dunklen Insel, höre mich, wenn ich meinen Segen über dich spreche. Von allen Göttern bist du die Älteste. Erfülle das Land mit Fruchtbarkeit, so wie du es all die Jahrhunderte getan hast. Segne alle hier Versammelten und empfange unsere Verehrung für deine Größe. Alle geben sich die Hände und verharren schweigend. Hängt dann die Blumenkränze an die umliegenden Bäume und bereitet euch vor, den Ort zu verlassen. Geht leise singend im Gänsemarsch weg, und wenn ihr im Dämmerlicht nach Hause geht, denkt an die alten Götter, die ihr zurücklasst. Das mag euch für ein Ritual zu einfach erscheinen, aber ihr werdet finden, dass es wirkungsvoller ist als manch ein Tempelritual mit Kerzen, Weihrauch und Roben. Einfachheit ist das Schlüsselwort, wenn es um Wirksamkeit geht. Ihr werdet einen Augenblick völligen Einsseins mit den verlorenen Göttern Britannins erfahren, und das ist um so vieles mehr wert als die glanzvolleren Rituale. Nächste Woche Freitag treffen wir uns hier wieder um 10 Uhr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und liebe Grüße, seid gespannt und bleibt dabei.